Hallo ihr Lieben, jeder spricht über Vitamin C, aber niemand über die 3C und das werden wir heute ändern, denn die 3C-Methode, der 3C-Effekt ist etwas, das wir beide uns an unseren Bildschirm geklebt haben, um uns selbst immer wieder daran zu erinnern, wie wichtig diese drei Faktoren sind. Was verbirgt sich dahinter, hinter diesen 3Cs? Genau, also hinter dem ersten C verbirgt sich der Begriff des Customers, also der Kunde oder der Kundin. Was heißt das eigentlich für uns? Uns ist wichtig, dich daran zu erinnern, dass egal was du tust, ob das jetzt eine Entscheidung ist für einen Inhalt, den du in Social Media veröffentlichen willst, ob das jetzt eine Entscheidung ist, die du triffst hinsichtlich deines Produktes, ob es eine Entscheidung ist, die du triffst hinsichtlich der Farbe deines Logos oder was auch immer du während des Tages gerade vorhast. Wichtig ist, dass sozusagen auf einer Parallelschiene dieses erste C, nämlich Customer, dass du das immer parallel laufen lässt. Also dich immer wieder sozusagen angewöhnst, den Kunden mit in deine Überlegungen mit einzuziehen, den Kunden in dein Bild mit reinzuholen, wirklich dafür zu sorgen, dass die Entscheidungen, die du triffst oder aber auch allein nur die Fragen, die du dir stellst, dass du sozusagen nicht vergisst, alles, was du in deinem Herzbusiness tust, dreht sich im Grunde genommen um den Kunden. Also halte ihn auch im Bild und mach dir immer noch mal klar, ich tue und veranstalte hier das Ganze ja, um einen Mehrwert für meine Kundin zu produzieren, für meinen Kunden zu produzieren, um ein werthaltiges Angebot zu produzieren. Und dabei geht es eben nicht so sehr darum, gefällt es mir, sind alle meine Bedürfnisse als Anbieterin abgedeckt, sind alle meine Vorlieben berücksichtigt. Also wir wollen sozusagen nicht, dass du dieses ständiges um dich selbst drehen praktizierst, was wir leider ganz, ganz oft beobachten, sondern dass immer die Kundin mit im Boot sitzt, dass der Kunde immer mit im Bild sitzt und dass du immer abwägst, bin ich jetzt gerade nur mit mir selbst beschäftigt, das wäre nicht gut, denn der Kunde, der muss mit im Boot sitzen. Also erstes Ziel, Customer. Denn ohne Kunde kein Umsatz und ohne Umsatz kein Business. Das ist genau der Unterschied zwischen Hobby und Business. Absolut. Also erste C haben wir, der Customer. Das zweite C steht für Commitment, für deine Selbstverpflichtung, für dein Bekenntnis zu dir, zu deinem Herzensziel, zu deinem Herzensbusiness. Also da ist beides drin. Du triffst eine ganz, ganz große Entscheidung, wenn du ein Unternehmen gründest oder ausbaust. Und das ist die Entscheidung für den Erfolg. Du kannst machen, was du willst, wenn du dich nicht bekennst dazu, wenn du dich nicht verpflichtest dazu, jeden Tag deine Vision zu nähren und jeden Tag ein Stück auf diese Vision zuzugehen, dann wird das nichts. Ja. Und committen müssen wir uns ganz oft auf unterschiedlichen Ebenen. Bin ich zum Beispiel committed, jeden Tag etwas dafür zu tun, dass über meine Marketingmaßnahmen Interessenten überhaupt zu mir finden können und sich bei mir zum Beispiel im E-Mail-Verteiler melden, in meine Facebook-Gruppe kommen, zu einem LinkedIn-Kontakt werden oder was auch immer. Also bin ich wirklich an der Stelle dazu committed, mir täglich wieder neue Interessenten zu suchen, die dann zu Kunden werden. Das könnte ein Commitment sein. Oder aber bin ich überhaupt committed, wirklich an meinem Thema dran zu bleiben? Oder stelle ich vielleicht fest, dass ich meine eigenen Themen zu schnell wechsle? Ja. Das kann auch ein fehlendes Commitment sein. Also wir müssen oft Commitments in unterschiedlichen Bereichen eingehen. Und das Allerwichtigste ist eben, dass wir unserem eigenen Thema, unserem eigenen Ziel committed bleiben. Und Commitment heißt in der Regel eben auch, dass wir täglich etwas dafür tun. Und diesen Schalter umzulegen, ne? Weil das ist wirklich ein Schalter umlegen. Auch hier, du hast es eben gesagt, bleibe ich wirklich eher im Hobbyumfeld oder gehe ich dazu über, dass ich ein absolut lukratives, toll laufendes Business aufbauen kann, bei dem ich wirklich oder mit dessen Hilfe ich mir wirklich meine Lebensträume erfüllen kann. Ja, und dann gehört es. Beide ist möglich, aber dafür musst du diesen Schalter umlegen. Ja, und es ist ein kompletter Schalter. Das dürfen wir auch noch ergänzen. Ein bisschen schwanger gibt es da an der Stelle. Kein Drehen, ne? Es ist kein Drehen. Nee, es ist wirklich ein Schalter. Ja, und zumindest an dieser Stelle, wir tunen ansonsten. Wir können natürlich wunderbar Entscheidungen
ergänzen, wir können Neues hinzunehmen. Das ist damit nicht gemeint. Aber dieser Hauptschalter, dieser FI-Schutzschalter sozusagen, der ist tatsächlich kein Regler. Der ist eine Entscheidung mit Haut und Haar und da gibt es auch kein bisschen schwanger. Es gibt nicht diese Entscheidung, ja, diesen einen schönen Teil, nämlich mit der Freundin im Café sitzen und tolle Konzepte ausarbeiten, den nehme ich. Aber die Marketingaufgabe oder die fiskalische Aufgabe, meine Umsatzsteuererklärung abzugeben, die nehme ich nicht. Das ist nicht möglich. Wir können sie delegieren, diese Aufgaben. Aber wir müssen sie annehmen als Teil des Ganzen. Es geht nicht anders. Also ne, wer ein Kind gebären will, der muss halt mal 9 Monate schwanger sein. Und so ist es hier auch. Wer ein Unternehmen haben will, hat die Aufgabe, die tägliche Aufgabe für den Zustrom von Interessenten und von Kundinnen zu sorgen. Und das können wir in anderer Leute Hände geben, delegieren. Aber in erster Linie müssen wir als Inhaberin dafür sorgen, dass das im Flow bleibt. Ja, also auch zumindest das Finanzamt wird es erwartet das von uns, ne, dass wir da wirklich absolutes Commitment zeigen. Unsere Kunden erwarten es von uns, unsere Interessenten erwarten es von uns. Und deswegen diesen Schalter, guck einfach nochmal, ob der ordentlich umgelegt ist oder ob es die Entscheidung zum Umlegen dieses Schalters auch nochmal braucht vielleicht. Absolut. Und wenn der Schalter umgelegt ist, dann kommt der dritte C-Effekt ins Spiel, nämlich Condition. Also deine Kondition, deine Ausdauer beim Betreiben deines Business. Wie ist es da? Bist du ausdauernd? Bist du eine Business-Ausdauersportlerin? Gehst du schon auf den Halb- oder sogar den Ganzmarathon zu, was das angeht? Bleibst du im Training? Bist du bereit, jeden Tag zu trainieren? Wissend, dass es natürlich Regenerationsphasen gibt und die brauchen wir auch, denn wir sind unsere wichtigste Ressource. Natürlich gehört der Sonntag als Ausruhtag dazu, als Kraftschöpftag. Es gehören Auszeiten hinzu, in denen wir auch wieder neue Horizonte entdecken können vor lauter des täglichen Tages. Das ist ganz klar, aber jeder gute Trainingsplan geht weiter. Der hört nicht auf, der ist nicht auf 7 oder 12 Tage angelegt, sondern ja, lebenslang im Grunde genommen. Und so wäre deine Frage, die du dir an dieser Stelle stellen kannst, bin ich bereit, immer weiter zu trainieren? Denn das ist es. Auch wir trainieren jeden Tag weiter. Auf jeden Fall. Es hat wirklich mit Beharrlichkeit zu tun, so wie du es gerade eben gesagt hast. Und ich glaube, ein Aspekt gehört auch noch in diesen Faktor der Condition, also der Ausdauer und der Beharrlichkeit. Und das ist, bin ich auch bereit, diesen Gedanken zuzulassen, dass alles, was ich tue, im Grunde genommen ein Prozess ist des Säens, des wirklich Nährens, also des Dranbleibens auch im Sinne von, ich muss immer weiter gießen, ich muss immer mal wieder ein Düngerstäbchen in die Erde stecken bei allem, was ich tue. Ich muss wirklich auch den Gedanken zulassen, dass wenn ich ernten möchte, dass ich eine Phase des Wachstums vorne dran haben musste. Ja. Ja? Und ich darf mir natürlich auch immer noch mal fragen, ob ich das Richtige sähe, bei dem ich beharrlich dran geblieben bin. Denn ganz ehrlich gesagt, wenn ich beharrlich da dranbleibe, mich immer wieder klein zu reden, immer wieder zuzulassen, dass mein eigenes Mindset, meine eigene gedankliche Ausrichtung mich wieder abbringt von meinem Ziel, das kann auch eine schlechte Form der Beharrlichkeit sein. Also eine Beharrlichkeit dahingehend zu entwickeln, dass du den guten Samen einbringen möchtest in deine Erde und dass du ihn dann wirklich nährst und immer gut begleitest, immer gut bewässerst, damit eben dann, wenn die Erntezeit gekommen ist, deine Ernte auch reichlich ausfallen wird. Ja, und vielleicht sagst du jetzt, ja, diese 3 Cs, das ist doch irgendwie ganz klar, das ist ja so selbstverständlich wie Ein- und Ausatmen. Dann hast du es geschafft, dann ist alles wunderbar. Aber wenn es dir so geht wie vielen, vielen Frauen, die wir kennenlernen dürfen, dann geht auch gerne mal ein Zeh vom Blatt oder es hüpft mal aus dem Fokus raus. Warum auch immer, wenn du aber sagst, ich möchte mich auch täglich daran erinnern, weil ja, mir schon klar geworden ist, wenn ich diese 3 Cs im Griff habe, dann bin ich sehr, sehr gut ausgerichtet, dann schreib uns gerne. Wir schicken dir gerne unsere Grafik, die an unserem Bildschirm klebt, zu, wenn du uns eine E-Mail schickst an team@up.com.
www.lift.de und erreicht im Betreff das Stichwort 3C und schon kommt die Grafik auch zu dir.